Servus und willkommen zu diesem neuen Video. Ich hatte euch ja vor, ja, sind schon fast 3 Monate her, versprochen, noch ein Video zu LEGO EOL Sets 2021 zu machen. Und das Versprechen will ich jetzt natürlich halten. Und statt ein Video bekommt ihr dafür sogar 3, damit ihr perfekt vorbereitet seid auf die tollen Tage, die uns jetzt bevorstehen. Cyber Week, Black Friday, LEGO VIP Wochenende und, und. Viel Spaß. Wie gerade angekündigt vor dem Intro, werden es 3 Teile werden und ich unterteile die Videos in 3 Kategorien, nämlich EOL-Sets über 200 Euro, EOL-Sets zwischen 100 und 200 Euro und EOL-Sets zwischen 50 und 100 Euro. Werde euch dann auch erklären, in welcher Preisspanne, in welchem Preisbereich aus meiner persönlichen Sicht sich ein Investment am ehesten lohnt. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt und die Videos kommen jetzt in kurzer Abfolge, geplant ist wirklich jetzt jeden Tag 1, damit ihr am Freitag alle gesehen haben könnt. Wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich liken und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, müsst ihr natürlich nach dem Abo auch die Glocke aktivieren. Fangen wir aber mal ein bisschen weiter vorne an. Warum LEGO Investment und was bedeutet EOL? Das geht quasi Hand in Hand. Investment, ich überspitze das jetzt mal ganz grob und fasse es wirklich ganz kurz zusammen. Man sucht sich beim LEGO Investment, so wie ich das jetzt hier mache und euch gleich erklären werde, Sets aus, die quasi kurz vor, der Spielwareninvestor sagt immer, vor der Rente sind. Also Sets, die jetzt eingestellt werden und danach nicht mehr im freien Handel zu bekommen sind. Natürlich werden ab und zu noch in den nächsten Monaten Restbestände abverkauft, aber dann sind die Sets erstmal weg. Und wir müssen jetzt beim Investment Sets identifizieren, bei denen wir glauben, die werden sich danach im Preis nach oben entwickeln, weil sie natürlich noch begehrt sind, nachgefragt sind, aber halt nicht mehr so leicht zu bekommen sind. EOL bedeutet in dem Zusammenhang einfach nur End of Life, also dass das Set quasi aus dem Handel verschwinden wird. Das sind nicht immer gesicherte Informationen, die wir zu den Sets haben. LEGO markiert manche Sets zum Beispiel auf deren Website als Einstellung in Kürze oder ausverkauft und so weiter. Das ist aber nicht 100% in Stein gemeißelt. Das kann sich immer mal ändern. Sets können plötzlich doch verlängert werden. Man vermutet, dass LEGO das durchaus auch als Marketinginstrument sieht und Leute zum Kauf anregen will, indem sie halt ein Set markieren mit Einstellung in Kürze. Bei manch anderen Sets, die zum Beispiel seasonal rauskommen, wie die Chinese Sets, weiß man, die sind nur ein Jahr auf dem Markt und dann sind die weg und meistens ist das schon viel früher, als das Jahr dann wirklich zu Ende ist. Oder Minifiguren, die werden einmal auf den Markt geschmissen und dann sind die eigentlich direkt EOL, auch wenn die dann natürlich 1, 2 Jahre zu kaufen sein werden. So, wir versuchen jetzt also Sets zu identifizieren, bei denen wir glauben, wenn die jetzt Ende des Jahres raus sind, wird sich der Preis nach oben entwickeln. Wir kaufen also Sets so spät wie möglich vor dem Ende ihrer Lebenszeit und so günstig wie möglich. Das ist manchmal etwas schwierig, weil manche Sets tatsächlich dann auch nicht mehr mit guten Rabatten vorhanden sind. Aber wenn man sich ein bisschen umschaut und Glück hat, kann man das ein oder andere Set noch abstauben. Und wir fangen jetzt heute an in diesem Dreiteiler mit den Sets ab 200 Euro. Ihr könnt übrigens, und da würde ich mich super drüber freuen, das ist ja jetzt nur meine persönliche Einschätzung an Sets. Ich werde euch ein paar Argumente dafür und vielleicht auch mal dagegen liefern, aber es bleibt meine persönliche Meinung. Also nagelt mich da nicht drauf fest, wenn ihr so ein Set kauft und am Ende entwickelt sich es wieder erwarten doch anders. Meine persönliche Meinung. Ich würde gerne von euch in den Kommentaren eure Top 5 mal sehen. Wir fangen nämlich heute mit einer Top 5 an. Ab 200 Euro. Es wird auch eine Top 5 geben, 100 bis 200 Euro. Es wird aber eine Top 10 geben, bei den Sets 50 bis 100 Euro. Und zwar in dem Fall eine Top 10 der Themengebiete. Aber das werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Set und dafür gehe ich auf die Seite Brickmerch, damit wir da mal einen Blick drauf werfen können. Es ist die T-Rex-Verwüstung aus der Jurassic-Serie und mit einem knappen Satz umschrieben, Dinos gehen immer.
Und wenn das dann auch noch so ein displayfähiges Set ist wie dieses Teil, ja, ich glaube, das ist ein No-Brainer. Ein Monstertrumpf von T-Rex, der hier gebaut werden kann. Coole Minifiguren, das Tor wird quasi nochmal dargestellt. Also das Set kann man super ausstellen, hat eine beeindruckende Größe und es ist auch mal ein anderes Bauerlebnis. Es gibt ja gerade in den niedrigpreisigeren Segmenten von Lego immer wieder Bauten, die sich wiederholen. Von Helikoptern, Autos, Gebäude. Es ähnelt sich immer irgendwie und hier hat man mal einen richtig coolen Dino. Ist auf jeden Fall auch was fürs Bauerlebnis. Und wenn der rausgeht, gehe ich fest davon aus, dass der im Preis anziehen wird. UVP ist hier 250 €. Den bekommt man eigentlich, wenn man Glück hat, unter 200 € oder sollte man auf jeden Fall anvisieren. Und Preisentwicklung, ja, Prognosen sind immer schwer, aber ich glaube, dass der relativ schnell über 300 € gehen wird. Und dann liegt es immer an einem persönlich, wie lange man ein Set quasi lagern möchte. Man kann da beim Verkauf auf zwei verschiedene Arten rangehen. Das eine ist, ich setze mir einen Mindestpreis und warte so lange, bis das Set diesen Preis erreicht hat auf dem Markt. Oder ich sage mir, ich behalte das Set genau für einen bestimmten Zeitraum, vielleicht ein Jahr nach EOL, und dann wird es verkauft. Und dann schauen wir einfach mal, wo der Marktpreis dann ist. Den findet man übrigens immer ganz gut bei eBay. Ich mache das jetzt mal und zwar mit dieser Setnummer. Schauen wir einfach mal kurz danach. Lassen uns jetzt zum einen das Set hier ausspucken. Dann müssen wir noch zwei Einstellungen machen. Zum einen Zustand neu, weil ihr wollt ja neu verkaufen. Das geht natürlich auch mit der Gebraucheinschränkung. Und der zweite Punkt, den man raussuchen muss, ist hier unten Verkauf der Artikel. Also, dass ihr nicht nur seht, was Menschen dafür haben wollen, sondern für wie viel es auch im Moment weggeht. Das Set ist jetzt natürlich noch im Markt erhältlich. Da ist jetzt natürlich keine Preissteigerung zu erwarten. Aber hier seht ihr halt schon, es wurde für 234 € verkauft, für 250. Und wenn ihr das Set im Rabatt für 200 € bekommt und jetzt schon, obwohl es noch auf dem Markt ist, für 250 wieder verkaufen könnt, sind das halt auch schon 25%, die ihr dafür bekommt. Natürlich muss man da jetzt noch Gebühren und wenn ihr ein Gewerbe habt, auch noch Steuern und alles abziehen. Das natürlich immer für den Hinterkopf, aber so könnt ihr dann ungefähr rausfinden, was der Marktpreis von so einem Set ist. Das ist also meine Nummer 1. Die Reihenfolge hat übrigens nichts mit einer Wertung zu tun, sondern die ist jetzt einfach willkürlich. Ich habe 5 Sets für euch rausgesucht, bei denen ich der Meinung bin, wenn die dieses Jahr EOL gehen, das wird funktionieren. Das zweite, das nenne ich liebevoll die schwarze Bestie. Das ist das 1989er Batmobil. Ich habe es, wenn ihr mir schon länger folgt und meine Videos gesehen habt, wisst ihr, dass das hier auch im Zimmer steht. Ein Brett von einem Auto, ein richtig, richtig geiles Set. Und ich habe mit Batman tatsächlich nichts am Hut. Aber das finde ich so abgefahren geil. Auf jeden Fall investmenttauglich. Preislich sind wir da in der gleichen Range. 250 € UVP müsst ihr unter 200 € bekommen im Idealfall. Und dann sollte das auch hier ein No-Brainer sein. Übrigens. Das trifft sowohl für Jurassic Park zu, das Set, das wir gerade gesehen haben, als auch jetzt für das Batmobil. Wird auch bei noch einem weiteren Set gleich auch zutreffen. Das sind Sets aus einer Lizenzserie, aus einer Themenserie. Das ist für Sammler vor allem auch interessant. Ne? Park oder Jurassic World ist eine Serie bei Lego. Batman bzw. Super Heroes oder wie auch immer man das am Ende dann nennt. Ist auch eine Serie bei Lego. Das ist immer ein Indiz, dass es halt viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, wenn Lego der Meinung ist, da machen wir eine Serie draus und die halten wir. Das werden sie ja nicht ohne Grund machen. Und wenn es dann noch so außergewöhnliche Sets sind, wie dieses Auto zum Beispiel, dann macht das Sinn, über ein Investment nachzudenken. Wir kommen zu Nummer 3. Die Nummer 3 ist, ich sag mal, fraglich. Warum? Erstmal nur zum Set. Lego liefert nach langer Zeit mal wieder ein Schiff und zwar ein richtig cooles. Lego liefert nach langer Zeit mal wieder das Piratenthema. Völlig abgefahren, nachgefragt ohne Ende.
Macht einfach Bock und gute Laune. Dann haben wir bei diesem Set auch noch quasi ein 2-in-1-Set. Wir können ein Schiff bauen, das übrigens ganz schön groß ist. Ich überlege gerade, ob das im Video zu meiner Lego-Stadt unten schon zu sehen war. Könnt ihr ja vielleicht mal reingucken. Ich hoffe, ich denke dran, das Video zu verlinken. Dann seht ihr da auch mal ein Bild von. Die meisten werden aber eh wissen, um was es geht. 2-in-1-Set, genau, da waren wir. Man kann das Ding auch noch zu einer Piratenbucht umbauen. Richtig cool. Aber, das hat jetzt nichts, das Aber, nichts damit zu tun, dass das kein investmenttaugliches Set ist. Da bin ich mir sicher, dass es das ist. Auch wenn man das selten mit Rabatten bekommt oder mit guten Rabatten. Hier ist die UVP bei 200. Vielleicht kriegt ihr es für 170. Aber das ist nicht so leicht mit guten Rabatten zu bekommen. Warum kommt jetzt aber ein Aber ins Spiel? Lego hat das Set als Einstellung in Kürze markiert. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und ehrlich gesagt, mich würde es schon wundern, wenn das Set vom Markt geht dieses Jahr. Wir haben es letztes Jahr mit den Harry Potter Sets erlebt, dass deren Ende eigentlich verkündet worden ist von Lego und dann wurden sie verlängert und teilweise sogar nochmal verlängert. Ich glaube, das könnte ein Set sein, das wieder erwarten verlängert wird, auch wenn das jetzt als End of Life markiert ist quasi. Da muss man halt gucken, inwieweit man jetzt das Risiko eingehen will. Ich meine, im schlimmsten Fall bleibt man halt etwas länger auf dem Set sitzen. Und ja, es ist ein großer Karton, der muss dann natürlich auch gelagert werden. Und man weiß oft nicht, wenn es verlängert wird, wie lange es verlängert wird. Wir haben Sets wie die Freiheitsstatue. Da hat man das Gefühl, das begleitet uns seit 15 Jahren. Der T1 von VW, der war 10 Jahre im Programm. Wenn man natürlich so eins erwischt, ist blöd. Dann sitzt man einfach wirklich drauf fest. Aber das scheint jetzt kein Set zu sein, das über viele Jahre bei Lego im Portfolio sein wird. Aber ob es jetzt schon rausgeht, man weiß es nicht. Das ist quasi eine Einschätzung, die jeder für sich treffen muss. Kommen wir zu Set Nummer 4. Und das ist übrigens das gleiche Thema. Als Einstellung in Kürze markiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt noch nicht dran. Wir haben von Disney zwei Riesensets. Einmal hier den Zug mit Bahnhof und das Disney-Schloss. Und das scheinen mir beides so Sets zu sein, die auch über mehrere Jahre funktionieren können. Das kam raus 2019, ist natürlich jetzt schon 3 Jahre auf dem Markt. Aber auch hier, das ist Rätselraten und einfach Risiko. Wer Lust hat, da ins Risiko zu gehen, der muss sich den jetzt noch irgendwie besorgen oder einfach abwarten, ob es vielleicht noch ein Jahr verlängert wird. Muss man mal schauen. Nichtsdestotrotz, trotz hoher UVP, da komme ich dann in einem späteren Video nochmal dazu zu sprechen, was die UVP dann wirklich fürs Investment bedeutet. Trotz hoher UVP ist das sicherlich ein Set, das weiter steigen wird, wenn das wirklich mal End of Life ist. Disney-Serie zieht eigentlich immer. Züge ziehen immer. Dazu hat man hier noch einen Bahnhof. Ich überlege gerade, was haben wir denn im Moment an Bahnhöfen aus der Lego-Welt? Da fällt mir fast nur der winterliche Bahnhof ein und der ist im Vergleich dazu eine ganze Ecke kleiner. Beides sind natürlich nur so halb abgeschlossene Gebäude, das ist man ja mittlerweile gewohnt von Lego, aber es ist immerhin ein Bahnhof und man kann diesen Zug motorisieren und durch seine Lego-Stadt fahren lassen, wenn man möchte. Dazu sind super Minifiguren dabei, auch wieder aus der Disney-Serie. Das Set bringt schon einiges mit, um investmenttauglich zu sein. Die Frage ist nur, wann? Ja, da war er schon. Wir kommen zur Nummer 5 und das ist ein Modell aus der Creator Expert Serie, die Achterbahn. Warum die Achterbahn? Ganz ehrlich, für mich ist das Set zu groß und zu uninteressant, aber hier gibt es definitiv Fans davon. Es gibt ja bei Lego die Yamaha-Serie, von Karussell angefangen und so weiter. Jetzt haben wir zum Beispiel das Haunted House, das gehört ja eigentlich auch zur Yamaha-Serie. Wir befinden uns also hier eigentlich auch in einer kleinen Serie, wenn es auch kein Lizenzthema ist. Wir finden mit Sicherheit ganz viele Lego-Fans, die eine Lego-Stadt haben, in denen so ein Jahrmarkt nicht fehlen darf. Und auch hier Thema außergewöhnliches Bauen. Sowas baut man halt nicht alle Tage. Es gibt noch die Piratenachterbahn, die kleine. Die hat auch mal kurze hier stehen. Und das macht schon Bock. Und auch die habe ich mal motorisiert. Die fährt von ganz alleine. Auch das Modell hier kann man motorisieren, sodass die von ganz alleine fährt.
super interessant. Und wir sprechen hier ebenfalls über 300 Euro. Die ist eigentlich, die ist nicht nur eigentlich, sondern die kriegt man aber deutlich stärker rabattiert. Also 60, 70 Euro runter müsst ihr hier eigentlich schon planen, damit das Sinn macht, hier einzusteigen. Bei dem Set kann ich mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass das auch wirklich EOL geht. Nicht so wie bei den anderen beiden jetzt davor. Wird wahrscheinlich durch irgendein neues Jahrmarktset wieder abgelöst werden. Das wird, glaube ich, schon vom Markt gehen. Und auch das würde ich einstufen als investmenttauglich. So, ich musste mich jetzt selber mal wieder ein bisschen eingrufen. Es ist ja wirklich schon etwas länger her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Zudem bin ich erkältet. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm für euch beim Zuhören. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, um auch bei den nächsten Videos dabei zu sein. Das nächste in dieser Dreier-Serie werden die Sets zwischen 50 und 100 Euro sein. Und ganz wichtig, die Sets zwischen 100 und 200 Euro, weil da werde ich euch auch sagen, was aus meiner Sicht die beste Price-Range ist, um zu investieren. Und kleiner Tipp schon mal, die Range, über die wir gerade gesprochen haben, über 200 Euro, ist es nur bedingt. Was für dieses Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht euch schon mal eine Liste, wie ihr strategisch vorgehen würdet für die nächsten Tage. Es ist immer ganz gut, wenn man so eine Liste hat an Sets, die man wohl kaufen würde. Wenn sie dann rabattiert werden, dann kann man direkt zuschlagen. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao und Servus.